Safety of the Hidden Mountain Base. Okay, Sekunde. Ah ja, okay, der ist fertig, alles klar. Das heißt, kann ich den jetzt hier... Ja, den kann ich zerstören. Yes, sir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das kann ich brauchen. Ja, wie gesagt, mit dem Geld müssen wir jetzt natürlich immer rennen, aber... Das finde ich immer noch besser, als wenn es mir da oben gestohlen wird. Was ich ein bisschen schade finde auch, ist, dass man hier keine mehreren Etagen bauen kann. Das wäre auch eine coole Option gewesen. Dass man das quasi nicht so nur in den Berg rein, sondern auch eine Etage tiefer bohren kann und dann da noch bauen kann. Das wäre ziemlich cool gewesen. Wenn auch ein bisschen unübersichtlich vielleicht. So, ich habe... Oh, ich habe 12.000 Tacken auf dem Konto. Okay, da ist nichts drin. Da kann ich jetzt theoretisch was Neues bauen, ne? Ja, aber, ja, warum sollte ich? Warum sollte ich? Oder, ja, anders gefragt, was sollte ich da reinbauen? Ich könnte so eine Baracke da reinbauen. Und da einfach noch mehr Schränke aufstellen. Theoretisch. Oder eine Messe. Ne, eine Messe brauche ich, glaube ich, mehr Platz. Ne, das macht alles keinen Sinn. Das macht alles nicht so wirklich Sinn. So, da ist schon wieder ein bisschen Geld. 14.000 haben wir wieder auf dem Konto. Sehr schön. So, oh, 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 Hiding. Weil hier der Kollege mich sonst platt macht, da habe ich keinen Bock drauf. So, ja, es wird einiges an Heat produziert, aber... Ein bisschen was haben wir immer noch. Quatsch. Aber ein bisschen was haben wir mittlerweile an Einkommen. So rum. So wird ein Schuh draus. So, das sieht alles ein bisschen entspannter jetzt aus. Ich guck gerade nochmal. Wir haben 11 Guards. Davon 10 im Außeneinsatz. Die produzieren Geld. Ja, die hier... Ist natürlich blöd. Dass ich die so langsam nachproduzieren muss. Ah, was willst du machen? Schneller geht es nicht. Sind beide am Arbeiten hier. Das mit diese 5 Tische sind auch völlig übertrieben. Diese Valets. Also im Moment kann ich die noch nicht so wirklich brauchen. Die können halt die, die Agenten, die feindlichen Agenten verwirren und wieder rausschicken, aber dafür brauche ich keine 10 Leute. So richtig produktiv werden die erst, wenn ich nachher so ein Hotel bauen kann. Das wird allerdings noch ein Weilchen dauern, fürchte ich. Ja, der lungert immer noch darum. Da ist niemand. Okay. Der könnte sich da mal wieder verpissen, damit ich mal ein bisschen Kohle verdienen kann. Ja, und das Security Desk hat sich auch noch nicht so wirklich bezahlt gemacht. Ach, Mann, Mann, Mann. Ah, so richtig gut läuft es im Moment nicht, muss ich sagen. Also das ist, definitiv ausbaufähig. Und ich habe extra, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, das Spiel auf Easy gestartet, weil ich wusste, dass es nicht so einfach ist. Gibt 3 Schwierigkeitsstufen, ich habe den einfachsten gewählt. So, 6 haben wir schon wieder. 5 werden mindestens gebraucht und ich würde gerne 2 da lassen und 7 schicken. Das heißt, 2 müssen mindestens noch ausgebildet werden. So, im Moment ist es aber relativ ruhig hier. Keine feindlichen Agenten, wenn ich das richtig sehe. Tourist. Auch mit den Abkürzungen kann ich auch noch nicht so richtig viel anfangen, weil dieses Anvil und Smash, das steht für diese verschiedenen Farben hier. Ja, da sieht man es links oben. Hammer, Anvil, Smash, Patriot und Saber. Okay, das heißt, Smash sollte relativ sauer sein. Ah, sehr gut. Der Typ ist wieder weg. Oh, sie sind wieder automatisch auf Stealing gegangen. Das finde ich gut. Finde ich gut, dass ich das nicht einstellen muss. Das heißt, wir verdienen wieder 4.000 pro Minute.
das ist doch mal ein bisschen was. Ja, ein bisschen Kohle kriege ich langsam wieder rein. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Moment, den ignoriere ich mal. Das flippt er ja völlig aus. Ach, da ist wieder einer umgekippt, weil zu viele Leute arbeiten müssen. Na komm, wir brauchen noch mehr Techniker. Wo ist das Problem? Da kommen wieder zwei. So, Guards werden im Moment nicht ausgebildet, weil ich 11 habe. Ja, ist eigentlich auch genug. Oh, die Kapazität hat sich wieder erhöht. Ja, Moment, dann 10 Worker müssten eigentlich reichen. Gehe ich mal auf... Oh, oh, auf 16 hoch. Ja. 5 Valleys, 9 Techniker, 16 Guards. Dann kann ich 3 Trupps von jeweils 5 Guards losschicken. Dürfte ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja, einmal einen Blick auf die Weltkarte haben, ob nicht irgendwo ein wie heißt das, Law Enforcement Dingsbums auftaucht. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen, dass mir hier die Guards wegsterben. So, sehr gut. Ja, die Kohle geht wieder nach oben. Wobei ich im Moment ja auch nichts ausgebe. Und im Moment, so wenn ich das richtig sehe, habe ich auch so gut wie alles, was man haben kann. Außer vielleicht noch, ja, so Aufenthaltsräume. Halt hier so Mess Hall und Staff Room, das fehlt halt noch. Training Room habe ich, Inner Sanctum habe ich, Power Plant habe ich. Ja, ansonsten habe ich alles. Was ich wohl noch brauchen könnte, wäre, ich habe hier so eine... So ein Handgun Rack. Ich könnte noch so ein Machine Gun Rack brauchen. Oder Rifle Cabinet, so heißt es. Dahin? Nee, ja, nee. Warte, lieber dahin. So, dann, ja gut. Naja, so wirklich Sinn macht das auch nicht. Weil da holen sich die Guards die Waffen ab, aber da ich meine Guards sowieso alle außer Haus schicke. Ist einer mit dem Fallschirm gelandet? Was ist denn da los? Ha, okay. Soll mir egal sein, solange ja keiner rumlungert. Und die halten sich erstaunlicherweise sehr zurück, obwohl ich relativ viel Heat produziere. Ja, ja. Schon einiges. So, wir haben 8... Ah, sehr gut. Wir haben 8 Techniker, das heißt, ich kann schon mal 7 hinschicken. Jetzt haben wir 9. Alles klar. So, dann warten wir mal, bis die 7 angekommen sind. Ich glaube, das ist das größte Problem. Ich habe halt, also, um den Basisbetrieb hier zu garantieren, habe ich eigentlich genug Leute. Aber wenn ich dann welche auf Missionen schicke, dann fehlen sie plötzlich und dann kippen hier die Leute reihenweise um. Weil sie arbeiten müssen. Was ist das denn hier? Was bist du denn für einer? Ist das ein Tourist? Nein, ein Exceptional Burglar. Quatsch den mal voll und schickt den vor die Tür. Burglar, das heißt ein Dieb. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas anderes klauen können außer mein Gold, weil dafür müssen sie schon wirklich tief in meine Basis eindringen. Das finde ich, das macht wirklich Sinn. Okay, also verwirren reicht bei dem nicht. Komm, quatsch ihn nochmal voll. Ah, da kommen schon wieder Agenten. Sehr schön. So, aber die sind schon rot, verdammt. Der nicht. Doch, jetzt sind sie alle rot. Oder ist das die Lebensenergie? Es kann auch sein, dass es die Lebensenergie ist. Okay. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ah, da hat ihn die Windfalle umgebracht. Nee, 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 ich muss die loswerden hier. So, und der hier sollte auch verwirrt und rausgeschickt werden.
Ich weiß gar nicht, warum die alle bei mir reinlaufen. Das ist super ätzend. Ah, er hat sie abgeliefert. Das heißt, ich kann die Mission starten mit 7 statt von 5. Also, ne? Brauche 5, habe 7. So, die erhöhen kurzfristig nochmal mein Einkommen, solange die Mission läuft. Finde ich auch nicht verkehrt. Dann sollte ich mich vielleicht schon mal nach meiner nächsten Mission umgucken, weil das war North America, okay. The Inscrutable Lei Ying Lo ist the undisputed head of organized crime across China and Southeast Asia. China und Südostasien. Ding, 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 ding. Wo ist denn das? Das ist hier irgendwo. Irgendwo hier. Südostasien, das ist der ganze Quatsch hier. Ah, Mann, okay, ja dann. Wer kann denn gut... Gucken wir nochmal. Wer kann denn gut plotten? Die sind beim Plotting terrible, beim Geld fair und haben gute Stärke. Dann haben wir die Techniker. Was können die? Die sind fair beim Plotten. Okay, das heißt, ich sollte vielleicht mit den Technikern plotten. Ja, ja, klingt sinnvoll, okay. Nehme ich beim nächsten Mal meine Techniker. Wenn diese Mission da endlich abgeschlossen ist. Ich hoffe mal, dass das bald der Fall sein wird. Was haben wir denn? 10 Worker, 14 von 16 Guards. Ah, okay, ja. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir auch keinen mehr in der Basis, der da rumlungert. Succeeded! Sehr schön! Wir haben ihn erwischt und wie viel haben wir verloren? Boah, 3 Stück, das geht ja. Das geht ja. So, Moment, dann gucke ich mal, ob ich die hier plotten kann. Nee, Moment. Ich will die 2 nicht von zu Hause holen, ich will die von hier holen. So, genau, bringt der Hubschrauber die darüber. Die sollten dann mal bitte plotten. Oh, da ist... Hiding. Justice Presence. Und oh Gott, da auch. Scheiße. Hiding. Ja. Verdiene ich mal kurz kein Geld, aber... Besser als Guards zu verlieren. So, ich hoffe, das war nicht zu spät. Gut, dass ich das gesehen habe. So, wo ist denn... Könnte ich mir noch eine zweite Zelle leisten hier. Na komm, dreh dich. So. Was kosten die Dinger überhaupt? 4000, das ist billig. Das ist günstig, das kann ich machen. Okay. Was noch? Hier wird lustig weiter ausgebildet. Ach hier, was haben wir denn hier? Dangerous place for your minions. The forces of justice are occasionally active in particular regions. Ja, das habe ich doch schon längst rausgefunden. Zählt mir immer uralte Sachen, die ich schon längst weiß. So, komm. Die Zelle müsste noch gebracht werden und es müsste noch ein Crime Lord gebracht werden. Beziehungsweise werden die ja nicht gebracht, das sind ja keine Gefangenen, die werden einfach nur hier reinmarschieren und an den Tisch sich setzen. Ist er das? Mhm. Das ist nur ein Tourist. Auch nur ein Tourist. Wo ist denn der Crime Lord? Sitzt der schon? Ah, sehr schön. 2 haben wir schon. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal. So, was bringt er? Ach, er bringt die zweite Zelle, alles klar. So, okay, dann gucken wir nochmal auf die Weltkarte.
was es hier zu plotten gibt. Hier gibt's... Wow, was haben die denn alles rausgefunden? Gar nicht schlecht. Okay, aber nicht das, was ich wollte. Dann gucken wir mal hier. Plotting. Bin ich gespannt. Oh, finde ich sehr gut, dass die aus dem Hiding automatisch wieder rausgehen. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Noch besser, wenn sie automatisch reingehen würden, aber... Ja. Dann wäre es ja kaum eine Herausforderung. So, plottet mal was schneller. Oder haben wir hier schon? Nee, das ist nur die Maid und hier haben wir eine ganz normale Mission. Ja, ganz normal. Ist relativ. Das haben wir schon gemacht, alles klar. So, Heat hält sich aber in Grenzen, muss ich sagen. Also, ist annehmbar. Wie sieht's denn überhaupt mit meinen... ja, genau, ich habe 16 Gas. Das heißt, ich kann nochmal 5 losschicken. Der ist hier bei Smash im Gebiet. Die sind, Moment, hier bei Hammer. Dann sollte ich vielleicht... Ja, bei Saber könnte ich nochmal... Nochmal 5 Leute hinstellen. So, da musste ich gerade mal husten. Tut mir leid. Ach, da lungert doch schon wieder so einer rum hier. Schick den mal raus hier. Aber das heißt, das ist ein Investigator. Und zwar Exceptional. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Haben die schon irgendwas? Nee, noch nichts Anständiges geplottet. Ah, ist die Frage. Heißt das jetzt, da ist nichts oder ist das... Oder heißt das, wir sind einfach noch nicht so weit? Ah, mal gucken. So, sehr schön. Der wird raus eskortiert. So gehört sich das. So, das Geld geht auch langsam wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, ich glaube am Anfang hatte ich... Ja, ganz am Anfang weiß ich es gar nicht mehr, aber ich habe irgendwann mal drauf geguckt, da hatte ich noch, ich glaube, 120.000 oder so. Das war relativ am Anfang des Spiels. Ich finde es erstaunlich, dass man so schnell wieder dahin kommt. So, das Problem ist jetzt nur gerade, dass das irgendwie alles sehr weit auseinandergezogen wird. Also hier wird gepennt, hier wird gearbeitet, hier wird gelernt. Und wenn ich jetzt hier unten irgendwie die Kantine hinbauen würde oder so, dann müssten die ja immer ewig weit laufen. Gefällt mir gerade nicht. Nicht so wirklich. Was machen? Ja, ich bräuchte aber eigentlich mal so eine Kantine, glaube ich. Oder Messhall? The Messhall, along with the barracks, is where minions go to replenish their endurance stat. The Messhall is generally favored during the daytime and the barracks at night. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich das. Deswegen kippen die immer um. Weil die tagsüber eigentlich nicht hier rumpennen. Sondern eher in die Messe gehen wollen. Ach Mann, ja, okay, dann brauche ich die natürlich. So, Staffroom. The Staffroom is where your hardworking minions get a chance to relax, have some fun and display their complete lack of table tennis skills. This is where they replenish their attention stat. So, after a spot of relaxation, they will be more alert to the dangers around them and make less mistakes. Like setting off your own traps. Ah, ich verstehe. Jetzt weiß ich auch, wofür Attention gut ist. Gut zu wissen. So, gucken wir nochmal. Die haben immer noch nichts weggeplottet. Dann schicken wir die mal nach hier. Ja, ich könnte mal noch einen von zu Hause holen. So, und da sollen sie bitte auch plotten.
Mal schauen, weil so lange kann das eigentlich gar nicht dauern. Dass die hier mal ein paar Missionen freischalten. Und wenn das bisher nicht geklappt hat, gehe ich mal davon aus, dass es nichts bringt.